Gehen für den Industriestandort Deutschland bald die Lichter aus? Droht das Ende eines jahrzehntelangen Wohlstands in diesem Land? Weil wichtige Industrien wie die Automobilindustrie den Wandel verpasst haben, weil Deutschland im globalen Wettbewerb ins Hintertreffen gerät, ist jetzt also bald Schluss mit Exportweltmeister. Auch weil zu lange zu viel verschlafen wurde in diesem Land, steht das Wohlstandsmodell Deutschland vor dem Aus. Ja, die Angst geht um vor dem Absturz einer einstmals führenden Wirtschaftsnation. Aber wie berechtigt ist diese Angst überhaupt? Und wer wäre denn am stärksten davon betroffen? Darüber wollen wir heute diskutieren bei unserer 33. Ausgabe von Studio M. Ja, schön, dass ihr dabei seid und schön, dass Gäste dabei sind. Ich begrüße aus München zugeschaltet Maya Göpel, Politökonomin, die sich seit vielen Jahren über Transformationsprozesse in dieser Gesellschaft Gedanken gemacht hat und darüber auch einige sehr erfolgreiche Bücher geschrieben hat. Außerdem ist sie Mitglied bei Scientists for Future. Hallo Frau Göpel. Wunderschönen guten Tag. Dann begrüße ich aus Stuttgart Clemens Fuß, den Präsidenten des IFO-Instituts, das als eines der führenden Wirtschaftsinstitute in diesem Land gilt. Hallo, Herr Fuß. Schönen guten Tag, Herr Restle. Und aus Berlin Ellen Ehmke. Sie ist Politikwissenschaftlerin, die sich vor allem mit dem Thema soziale Ungleichheit in globalen Transformationsprozessen damit beschäftigt hat. Und ich freue mich, dass sie heute hier dabei ist. Hallo, Frau Ehmke. Guten Tag, Herr Restle. Ja, Frau Göpel, ich hatte es gesagt, die Angst geht um in Deutschland vor dem Ende des Wohlstandsmodells Deutschland. Wie berechtigt sind diese Ängste eigentlich in Ihren Augen? Ich glaube, mir sind zwei Punkte total wichtig, dass wir, wenn wir sagen, die Angst vor einem Verlust eines Wohlstandsmodells, dass wir einmal ganz klar sagen, was meinen wir denn mit Wohlstand? Und wie versuchen wir jetzt möglichst schnell nach einer, ja, aus der Perspektive der sozial-ökologischen Transformation, sehr lange verschlafenen oder nicht schnell genug vollzogenen Neuorientierung von zentralen Geschäftsmodellen und damit eben auch Technologieentwicklungen, wie holen wir jetzt möglichst schnell auf? Und ich glaube, das Wichtige ist immer zu überlegen, was definieren wir als Wohlstand und vor allem, wohin zielen wir eigentlich mit dieser sozial-ökologischen Transformation? Und da geht es natürlich ganz viel um den Erhalt von Versorgungssicherheit. Und das ist mir so wichtig. Also wenn wir uns fragen, warum diese ganze Transformation A als notwendig beschrieben wird, aber B eben dann auch Vorteile bieten kann, Thema Technologien der Zukunft möglichst frühzeitiger zu etablieren und auch mit einer Binnennachfrage erstmal zu stärken, um dann im internationalen Wettbewerb kompetitiv sein zu können, würde ich sagen, wenn wir jetzt richtig alle Regler umstellen in diese Richtung, dann kann es durchaus noch gelingen. Aber wir müssen eben jetzt auch konsequent dranbleiben. Das verstehe ich. Ich verstehe auch, dass Sie sagen, dass das durchaus eine Chance sein kann. Aber wenn wir auf der einen Seite merken, dass Schlüsselindustrien wie die Automobilindustrie, Stichwort die E-Mobilität verschlafen, möglicherweise der Verlust großer Märkte in China und anderswo in dieser Welt, wenn wir das verlieren, ohne dass wir schon sozusagen den Schritt in die ökologische Transformation geschafft haben, wie schaffen wir es denn dann, diesen Gap, also die Lücke zwischen dem, was wir einerseits gerade verlieren und dem, was wir noch nicht erreichen, zu schließen, ohne dass es zu größeren sozialen Verwerfungen in dieser Gesellschaft kommt? Ja, ich glaube, wer da eine einfache Antwort drauf hat, würde jetzt sehr stark in der Beratung konsultiert. Und ich glaube, es braucht eben genau eine Klarheit, eine Richtungssicherheit und vor allem, was ich mir eben sehr stark wünsche im politischen Feld, ein Aufhören des Infragestellens von bestimmten Richtungssicherheiten. Also was wir ja sehen, ist, dass wir unter dem Begriff der Technologieoffenheit beispielsweise eigentlich Technologieklarheit verhindern. Das würde insgesamt natürlich Geschäftsmodellen und Investitionsschüben, aber auch der Sicherung von, welche Arbeitsplätze werden in Zukunft nachgefragt werden, wo werden Arbeitsplätze entstehen und einer Umorientierung, Schulung etc. auch eine Klarheit geben, mit denen viel stärker und viel zielorientierter dann eben ein Ausbau und ein Aufbau von den neuen Technologien, von Wärmepumpen bis hin zu den erneuerbaren Energien, die wir natürlich erstmal brauchen, um das alles elektrifiziert zu betreiben, orientieren können. Und deshalb glaube ich, diese Neuorientierung A von den Finanzflüssen in diese Richtung, B von den Ausbildungsorientierungen, C natürlich von den Investitionen und dann auch Produktionskapazitäten mit einer Klarheit, weil wir merken, wir haben nicht genug Arbeitskräfte momentan, weil wir merken, wir haben beschränkte
Produktionskapazitäten ist total wichtig. Und nicht zu sagen, wir behalten alles offen und investieren im Zweifel dann beispielsweise Gasheizung, ist ja ein Riesenthema jetzt gerade noch in den Wiedereinbau von Technologien, die mittelfristig sehr teuer werden müssen, wenn wir gleichzeitig den CO2-Preis anziehen werden. Ja, jetzt, ist wenn ich ganz, wichtig, diese konzertierte Abstimmung von den Instrumenten, sehr wichtig. Und das fehlt mir im Moment vor allem eher im politischen Raum, als dass es nicht von der Wissenschaft auch sehr stark in der Richtung empfohlen würde. Das war schon gleich der große Bogen zum Beginn. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück, weil Sie von Technologieoffenheit in diesem Transformationsprozess gesprochen haben. Das ist ja ein wichtiger Begriff, der aber sehr unterschiedlich verstanden wird. Ja. Die FDP spricht von Technologieoffenheit, wenn es um E-Fuels geht oder die Erhaltung der Verbrennungsmotoren geht. Sie meinen ja was anderes mit Technologieoffenheit. Können Sie das mal ein bisschen präzisieren? Na, ich finde den Begriff Energie oder Technologieklarheit einfach in dem Fall total wichtig, weil wir in den ganzen Betrachtungen, wenn wir die naturwissenschaftlichen Perspektiven ernst nehmen und da fragen, welche Bestände werden wir denn haben, dann sieht es natürlich klar so aus, dass wir nicht in dem Ausmaß E-Fuels zur Verfügung stellen werden können, dass beispielsweise Privat-PKWs damit betrieben werden. Ähnliche Diskussionen haben wir bei Wasserstoff und jetzt die Idee, wasserstoffbetriebene Heizung voranzutreiben und das mitzuentwickeln. Das sind einfach, wenn man mit den Physikern spricht und denjenigen spricht, die auch gucken, was ist der Energieeinsatz auf der einen Seite, um eine Energie Ausgabe nur in einer anderen Form herzustellen, verlieren die Technologien ja auch alle. Deshalb ist der Push auf die Elektrifizierung so stark, zu sagen, lasst uns diese erneuerbaren Energien direkt benutzen in einem Elektromotor, anstatt dass wir so und so viel Verlust haben in der Konversion in eine andere Energietragform. Das ist bei den E-Fuels genauso negativ, diese Bilanz, wie eben bei den wasserstoffbetriebenen Ideen von Heizung. Und deshalb ist dieses physikalische Denken ganz notwendig, um dann zu fragen, was sind die besten Investitionen? Auch aus der Kostenfrage heraus und aus einer Effizienzfrage heraus. Nur ist dann das Benchmark nicht immer die ökonomische Effizienz, sondern tatsächlich die physikalische. Und deshalb finde ich dieses Zusammenwirken, und da geben sich viele wirklich Mühe, auch weil Sie das Netzwerk Scientists for Future erwähnt haben, diese, was ist überhaupt eine wahrscheinliche Verfügung von den unterschiedlichen Technologien, sehr stark versuchen nach vorne zu bringen, damit wir nicht in eine Scheinlösung investieren. Herr Fuest, als Präsident des IFO-Instituts, der ja auch den Geschäftsklima-Index jedes Jahr herausbringt, also die Frage, welche Sorgen haben eigentlich die, die ja für den Wohlstand in diesem Land ja auch mitverantwortlich sind, nämlich vor allem die Unternehmen in diesem Land. Wie groß ist die Sorge, die Sie messen oder wie würden Sie das bewerten bezüglich des Verlusts des Industriestandorts Deutschland und möglicher Transformationsprozesse, auf die wir ja erst noch zulaufen und auf die wir möglicherweise gar nicht vorbereitet sind? Ja, der IFO-Geschäftsklimaindex, der misst, was die Unternehmen erwarten, so für das nächste halbe Jahr, vielleicht für das nächste Jahr. Das sind eher kurzfristige Sorgen um Konjunktur. Bei der Frage Industriestandort Deutschland ist der Geschäftsklimaindex jetzt weniger aussagekräftig. Wir befragen manchmal auch Unternehmen zu solchen Dingen. Und klar ist, glaube ich, dass das sehr viele Menschen beschäftigt, also sehr viele Unternehmer, das beschäftigt Gewerkschaftler. Die Sorge ist da schon groß. Und die ist übrigens nicht erst groß, seitdem wir den Angriff Russlands auf die Ukraine haben, sondern die war ja auch schon vorher groß. Sie haben es angesprochen, diese großen Trends, Dekarbonisierung, Digitalisierung, die laufen ja schon länger und wir schneiden da in Deutschland nicht so großartig ab. Die Industrieproduktion in Deutschland ist so etwa seit 2018 deutlich hinter den Eurozonendurchschnitt zurückgefallen. Das hat eben vor allem zu tun mit den Schwächen unserer zentralen Industrie, der Autoindustrie, die sich eben, die vom Dieselskandal betroffen war oder die eben selber angezettelt hat. Dann kam die Frage Elektrifizierung, da gab es Rückstände. Heute geht es sehr, sehr viel um IT-Fragen, vernetztes Fahren, autonomes Fahren. Also bei all diesen Dingen ändert sich vieles. Und dazu kommen jetzt die hohen Energiepreise, die Gasverknappung unserer energieintensiven Industrien. Das ist dann mehr die chemische Industrie, Teile der Metallindustrie, die gerät jetzt sehr stark unter Druck. Es wird Industrie ausgelagert. Da kommt also manches zusammen und deshalb ist es ja völlig richtig. Übrigens, wenn man die Unternehmen fragt, die allergrößte Sorge ist nicht die Energie und nicht die Digitalisierung, die allergrößte Sorge
ist die Arbeitskräfteknappheit. Fachkräfteknappheit, aber kommen überhaupt wir gleich Arbeitskräfteknappheit. Dazu. Ja. Und also das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Gebiet. Ja, kommen wir gleich dazu. Sie haben jetzt sehr viele akute Faktoren angesprochen, den Ukraine-Krieg, den Anstieg der Energiekosten. Aber ist die Sorge nicht doch tiefsitzender, dass wir sagen, wenn wichtige Transformationsprozesse in der deutschen Industrie, ich sag mal, verpennt wurden, also wichtigstes Stichwort E-Mobilität, und damit eine Schlüsselindustrie den Anschluss an den Weltmarkt zu verlieren droht, beziehungsweise ihre Märkte zu verlieren droht, insbesondere in China, das ist ja alles nicht ganz unwichtig, dann sind das ja doch Prozesse, die über das hinausgehen, was Sie gerade beschrieben haben. Müssten die Sorgen nicht größer sein oder machen Sie sich nicht auch größere Sorgen? Also die Frage der Energieversorgung, die ist schon auch langfristig. Wir hatten jetzt diesen großen Gaspreisschock, das wird nicht so bleiben. Aber in Deutschland gibt es eben die langfristige Frage, wie funktioniert eigentlich unsere Energieversorgung? Da ist ja vieles unklar. Diese Dekarbonisierung des Energiesektors, die wird ja in Deutschland auf eine sehr spezielle Weise betrieben. Ohne Kernkraft muss sehr schnell laufen. Wir sind bislang da nicht gut vorangekommen. Das macht der Industrie schon große Sorgen, denn auch die Industrien der Zukunft sind energieintensive Industrien, jedenfalls teilweise. Dann kommen, also auch Fachkräftewandel ist ein mittelfristiges Problem. Und in der Tat, diese Transformationsprozesse, wobei ich da sagen würde, eine der Schwierigkeiten ist die, dass eben nicht so klar ist, was sind die Märkte der Zukunft, was sind die komparativen Vorteile Deutschlands in der Zukunft. Es ist keineswegs so, dass das naturwissenschaftlich bestimmt werden kann. Das wäre schön. Man muss nur mal in den Club of Rome Bericht 1972 schauen. Damals war die große Hoffnung, und da saßen sehr gute Naturwissenschaftler am Tisch, die haben gesagt, die Zukunft ist die Kernenergie und die Fusionsforschung. Das wird die Menschheit nicht retten, aber das wird die Probleme teilweise lösen. Zumindest in Deutschland, aber ich glaube auch international, hat sich das eben nicht allzu sicher erwiesen, sondern wir setzen heute stärker auf erneuerbare Energien. Das zeigt einfach, dass diese Prozesse eben überhaupt nicht vorhersehbar sind, sondern sie sind, man kann darüber nachdenken, man muss das auch, aber wer sich hinstellt und sagt, es ist naturwissenschaftlich zu ermitteln, welche Technologien wir in 10 Jahren verwenden müssen, der irrt, glaube ich. Das eine oder andere ist absehbar, aber genau diese Sicherheit fehlt und das ist eine der Herausforderungen. Aber einige Prozesse sind ja durchaus absehbar, nämlich die Klimakatastrophe ist ja durchaus absehbar. Die Frage ist nur, in welchem Ausmaß und wie schnell sie kommt. Das heißt, die dringende Notwendigkeit, in die erneuerbaren Energien einzusteigen, ist ja keine Erkenntnis der letzten Wochen oder Monate. Die damit verbundene Verkehrswende ist ja keine Erkenntnis der letzten Wochen und Monate. Die Herausforderungen, dass wir eine digitale Infrastruktur in diesem Land brauchen, die uns heute weit zurückwirft im globalen Wettbewerb, ist ja auch keine neue Erkenntnis. Warum wurde das in Ihren Augen verpennt? Lag es an den politischen Rahmenbedingungen oder lag es an den Akteuren des Marktes, also den Unternehmen? Ich denke mal an allen zusammen. Zunächst mal muss man sehen, politisch, in der Politik ist sehr wichtig, was in den nächsten 6 Monaten passiert. Politiker wollen wiedergewählt werden. Längerfristige strategische Überlegungen treten da häufig zurück. Und wenn die Wähler das nicht so sonderlich interessiert, was diese langfristigen Entwicklungen sind, dann interessiert es auch die Politik nicht. Das sehen wir auch in der vergleichsweise geringen Bedeutung von Bildungspolitik. Wir wissen alle, das ist unglaublich wichtig. Aber in der Politik, in der politischen Diskussion steht das häufig am Rande. Und so ist es leider auch mit diesen anderen Trends. Der demografische Wandel unserer sozialen Sicherungssysteme. Irgendwann passiert da mal was, wenn der Druck sehr groß wird. Aber erstmal passiert nichts. Beim Klimawandel ist es natürlich so, dass der Klimawandel vielleicht das größte Problem der Menschheit ist, aber das, ob wir jetzt dekarbonisieren oder nicht, das wird so gut wie nichts daran ändern. Wir haben uns gleichzeitig verpflichtet, CO2-Emissionen zu reduzieren und wollen das ja auch alle. Aber die Politik hat, glaube ich, bislang nicht die Kurve hier gekriegt und mit der Bevölkerung Konzepte entwickelt, wie wir das wirklich hinbekommen, diese Dekarbonisierung. Das hat man wirklich ein bisschen vor sich hergeschoben. Und ich fürchte auch, dass in der Bevölkerung zwar im Prinzip alle für Klimaschutz sind und für Dekarbonisierung, aber wenn es dann konkret wird, das können wir derzeit beobachten, also wenn es heißt so, du darfst jetzt deine Heizung nicht mehr so einbauen, wie du möchtest, dann gibt es ja große Widerstände. Man denke nur an die Debatte über den Benzinpreise um die 2000er, als die Grünen mal diese 5 Mark waren es damals, glaube ich, in die Runde gebracht haben. Seitdem
haben wir nichts getan, etwa bei der Benzinbesteuerung, um den CO2-Ausstoß im Verkehrssektor zu reduzieren. Das ist ein interessanter Vorgang. Wir hätten etwas tun müssen, aber ich glaube, das zeigt eben, dass da vieles langsam vorangeht und ich denke, das hat mit uns allen zu tun, insbesondere mit den Wählern, die das Thema eben nicht prioritär finden. Die Wählerschuld. Frau Ehmke, Sie beobachten solche Veränderungen, auch solche sozialen Umwälzungen im Zusammenhang mit Transformationsprozessen global für Oxfam viele Jahre lang, jetzt für die Robert-Bosch-Stiftung, auch hier in Deutschland. Für wie dramatisch halten Sie diese Entwicklung gerade unter dem Gesichtspunkt, dass es da ja auch viele Verlierer geben wird? Ja, ich glaube, ich würde damit einsteigen, dass die Wirtschaftskrise eben eingebettet ist in eine größere soziale Krise, die sich schon über Jahre abzeichnet und die wir in Deutschland, aber auch international sehen, wo einfach die Wirtschaftspolitik, das Wirtschaften der letzten Jahre einerseits zur Klimakrise beigetragen hat und andererseits eben zu einer sehr ungerechten Verteilung des Wohlstands, der geschaffen wurde, insbesondere der Vermögen, die geschaffen wurden, die in den letzten Jahren überproportional an die bereits Reichsten gingen und wo insgesamt zu wenig bei den ärmeren Menschen in der Welt angekommen ist und letztlich auch Gruppen in Deutschland weiter zurückgelassen blieben. Das sehen wir einerseits an der Zahl der Menschen, die bei den Tafeln sind, die gewachsen ist, aber auch bei einer hohen Armutsquote, hohen Kinderarmutsquote. Wenn Sie sagen, unsere Art zu wirtschaften, was wäre denn in Ihren Augen die Alternative zu diesem Art des Wirtschaftens? Die Alternative wäre, dass wir soziale und ökologische Ziele sehr viel stärker auch verankern, auch als Ziele der Wirtschaftspolitik oder als Planken der Wirtschaftspolitik verankern. Denn im Moment ist es so, dass es Firmen gibt, die eben auf Kosten von Menschen und Umwelt agieren und damit sehr erfolgreich am Markt bestehen. Und da müssen auf jeden Fall Leitplanken eingezogen werden. Und ein Beispiel, was mich auch noch mal an das Eingangsstatement von Herrn Fuß erinnert und die kurzfristige Orientierung von Politik und Unternehmen, wo ein Bericht noch vor Corona letztlich aber gezeigt hat, dass gerade was die Einhaltung der Pariser Klimaziele beispielsweise, die DAX-Konzerne aus ihren Gewinnen durchaus in der Lage wären, die Investitionen zu schaffen, vorzunehmen, um die Klimaziele zu erreichen. Das wird aber nicht gemacht, sondern stattdessen wird eben Geld als Dividenden ausgeschüttet. Und an so einer Stelle sieht man, es ist genug da. Und deswegen würde ich sagen, die Wirtschaftskrise ist insbesondere auch eine Verteilungskrise. Aber kann es denn auch sein, dass vielleicht, wenn wir so weitermachen wie bisher, nicht mehr genug da sein könnte, weil zu viel Arbeitsplätze verloren gegangen sein werden, weil zu wenig Wertschöpfung stattfindet in diesem Land? Oder sagen Sie, wir müssen Wert einfach neu definieren? Also wir müssen auf jeden Fall auch Wert neu definieren. Ich denke, dass die Debatte wird mittlerweile an so vielen Orten geführt und das ist sowohl mit Blick auf Umwelt, also auf Klima- und Umweltfragen ganz eindeutig, wo eben die Kosten, die der Natur zugefügt oder die Schäden, die der Natur zugefügt werden, nicht einbezogen sind und auch was unbezahlte Sorgearbeit anbelangt. Also das ist ein großer Teil dessen, was Wohlstand schafft, ja gar nicht abgebildet ist in unseren Indikatoren. Ja. Und der Punkt, an dem wir nicht genug für alle haben, würde ich sagen. Von dem sind wir extrem weit entfernt, denn es gibt extrem hohe Vermögen, sowohl auf der privaten Seite, zum Teil auch auf staatlicher Seite, die wieder aufgebaut werden müssen und dann ist genug für alle da. Glauben Sie das auch, Herr Fuß, dass Umverteilung ein Schlüssel sein könnte oder geht es nicht dann doch auch darum, dass Wert im klassischen Sinne geschaffen werden muss, damit verteilt werden kann? Das ist ja die klassische Diskussion, mit der wir es seit Jahrzehnten zu tun haben. Ja, ich glaube, Umverteilung kann man sehr unterschiedlich gestalten. Ich glaube, wo wir nicht weiterkommen, ist bei Ideen, die sagen, es gibt auch so viel Vermögen, kann man das nicht denjenigen geben, die es jetzt vielleicht brauchen? Die Antwort ist nein, weil das Vermögen, das ist eben gebunden, zum Beispiel in
Unternehmenskapital. Und dieses Kapital brauchen wir, um zu produzieren. Das steht gar nicht zur Verfügung, um es aufzuessen. Insofern ist es, glaube ich, schwierig, wenn man jetzt argumentiert, wir müssen da an irgendwelche Vermögen ran. Ich denke, wir sollten uns, es wird ja auch sowieso schon sehr, sehr viel umverteilt, durch Steuer und Transfers. Ich denke, die wichtigere soziale Frage ist die, wie kommen wir zu Politiken, die die Verteilungsprobleme angehen und gleichzeitig die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigen. Und dann sind wir eben bei Themen wie Bildung. Es ist eine Illusion zu glauben, man würde mit dem Verteilen von staatlichen Transfers Menschen aus der Armut bringen. Das werden wir einfach nicht schaffen, sondern was wir schaffen können, ist durch bessere Bildung zur Umverteilung zu kommen, durch auch indem wir sicherstellen, dass Menschen, die gar nicht genug haben, um in Bildung zu investieren, das eben haben. Auf der Welt insgesamt ist das ja in sehr großem Umfang geschehen, durch Handel, durch Öffnung vieler Länder. Aber es ist richtig, in Deutschland haben wir Schichten, die es eben schwer haben. Und das würde ich aber sagen, hat mehr mit unserem Bildungssystem zu tun, als mit der Frage, ob wir jetzt irgendwie, was weiß ich, wie würden wir das machen, die Erbschaftssteuer erhöhen und eine Vermögensteuer einführen. Es gibt, glaube ich, in der Wirtschaftsgeschichte keinen Fall, in dem man damit wirklich viel bewegt hat. Aber Herr Fuß, macht Ihnen das nicht auch Sorge? Wir haben es ja mit einer dramatischen Entwicklung zu tun, wenn wir insbesondere auf die Mittelschicht in diesem Land schauen, dass mittlerweile 60% der Bevölkerung von dem Einkommen, das sie haben, im Prinzip, dass sie das aufgebraucht haben bis zum Ende des Monats. Das heißt, dass keine Rücklagen mehr gebildet werden können, dass also die klassische Familie, die sich ein Eigenheim in der Großstadt suchen kann, das heute gar nicht mehr schafft. Also dieses Zerriebenwerden der Mittelschicht. Glauben Sie, dass das allein durch Bildung ausgeglichen werden kann? Oder hat Frau Ehmke da nicht doch auch einen Punkt, dass wir sagen müssen, angesichts dieser doch dramatischen Verschiebungen, die ja nicht nur das Unten und Oben einer Gesellschaft, sondern mittlerweile die Mitte der Gesellschaft erfassen, dass hier doch ohne Umverteilung wir nicht weiterkommen? Ich glaube, diese Idee, dass die Mittelschicht erodiert ist, hat nichts mit der Realität in diesem Land zu tun. Wir haben eine extrem stabile Mittelschicht und aber die Zahl, diese die Idee, dass die verschwindet. 60%. Ja, jetzt müssen wir darüber reden, wie war es früher? Also sagen, wer hat früher gespart und wer spart heute? Da hat sich, würde ich mal behaupten, nicht sehr viel geändert. Also dass es zu einer Erosion der Mittelschicht käme, ist, glaube ich, nicht zutreffend. Was zutreffend ist, ist, dass wir eine Verschiebung in der Einkommensverteilung hatten in Deutschland, so etwa bis 2005. Tatsächlich eine Verschiebung nach oben und seitdem geht dieser Prozess etwas langsamer weiter, aber von einer Erosion der Mittelschicht kann man, glaube ich, schlicht nicht sprechen. Also was ich damit sagen will, ist, ich halte die Einkommensverteilung in Deutschland heute nicht für das entscheidende Problem. Mhm. Es ist nicht unser Hauptproblem. Problematisch ist es in der Tat, dass Transformationsprozesse, die wichtig sind, also etwa Dekarbonisierung, dass die dazu führen, dass bestimmte Schichten in der Gesellschaft eben belastet werden. Also Menschen, die keine hohen Einkommen haben und jetzt plötzlich eine teure Heizung sich einbauen sollen. Und ich glaube, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Aber ich denke, unser Problem ist weniger Verteilungsungerechtigkeit heute. Mhm. Ich sehe die Probleme, was Verteilung angeht in Deutschland, eher im Bildungssystem. Also unser Bildungssystem ist diskriminierend. Da kommt sehr stark auf das Elternhaus an. Und das halte ich für das Hauptproblem in der Verteilungsrichtung. Sehen Sie das auch so, Frau Köpel? Wird es ausreichen, die Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten im Bildungssystem auszugleichen, um diese Transformation, diese gewaltigen Transformationsprozesse, vor denen wir ja stehen, egal wie wir sie definieren wollen, ob sozial-ökologisch oder klassisch-ökonomisch, sehen Sie das auch so oder würden Sie sagen, es braucht mehr, um diese gewaltigen Veränderungen sozialverträglich auch zu gestalten? Ja, ich würde gerne den Einstieg über vielleicht auch diese Wählerfragen machen, die wir ja vorher hatten. Ne? Also wenn wir in der Sozialwissenschaft reinschauen, unter welchen Bedingungen Menschen zu Veränderungen bereit sind, dann hat das ganz viel A damit zu tun, haben sie den Eindruck, das verläuft fair? B damit zu tun, haben sie den Eindruck, dass die Maßnahmen auch die Ziele erreichen? Also wir haben ja einen ganz großen Rückhalt in der Bevölkerung, zum Beispiel zur Erreichung der sozialen Ziele oder der Klimaziele, aber auch gewisser sozialer Ziele. Also die Verteilungswirkung, dass es sozial progressiv ist, wie wir versuchen, übergeordnete gesellschaftliche Ziele zu erreichen, ist ganz wichtig für Akzeptanz. Gab es von Harvard
Harvard eine ganz große Studie, die das sowieso auch die USA bestätigt hat. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland sogar noch ein bisschen stärker aufgestellt auf diesem fairen Kompass. Mhm. Und da sehen wir aus meiner Sicht natürlich eine Problematik. Also wenn wir uns anschauen, dass 40% der Haushalte nichts zurücklegen können mehr im Monat, dann frage ich mich, wo fängt die Mittelschicht an? 60%. Also wir haben bisher ja immer eher von uns im Quintil irgendwie gesprochen, wenn wir von einer Unterschicht sprachen, und der Mittelschicht sollte ja der große Bauch sein. Aber wenn 40% nichts liegen haben, dann ist das aus meiner Sicht nicht mehr zu argumentieren, dass wir da kein Problem haben. Mhm. Wir sehen ja auch die Auseinanderdriftung von jetzt beispielsweise Gewinnen und Übergewinnen und warum die nicht reinvestiert werden, dann wenigstens in die Transformation der Geschäftsmodelle. Also da glaube ich, sind bis hin zur EZB ja Studien jetzt auch erschienen, die deutlich zeigen, dass es dann an die Finanzanleger geht, und die sitzen im Zweifel eben auch noch in anderen Ländern, und damit haben wir ein Riesenproblem, was das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik und aber auch in die Intentionalität, sich am Gemeinwohl zu orientieren von großen Playern in unserer Gesellschaft, unterminiert. Und das ist unter diesem Satz die Privatisierung der Gewinne und die Sozialisierung der Kosten sehr gut zusammengefasst. Ja. Und das haben wir in multiplen Sektoren jetzt gesehen. Von der Finanzkrise angefangen bis jetzt zu der, den Übergewinnen, die aus der Ukraine-Krise entstanden sind, etc. Sie haben das ja am Anfang Ihres Statements, haben Sie das ja gesagt, das hat viel mit Vertrauen der Bevölkerung zu tun, ob Sie das Gefühl haben, ob diese Transformation sozial gerecht stattfindet. Was macht Sie denn so optimistisch, dass das, was Sie sozial-ökologische Transformation genannt haben, was ja mit Riesenumwälzungen auch zu tun hat, dass das von dieser Gesellschaft angenommen wird? Man hat ja im Augenblick eher den Eindruck, dass dieser positive Wind, den es da mal gab, was ökologische Erneuerung dieser Gesellschaft angeht, dass der eher nachlässt gerade, oder wie beobachten Sie das? Naja, also es ist natürlich, wir sind mit zwei sehr, sehr großen Schocks konfrontiert worden, in sehr kurzen Zeiträumen. Also ich finde auch, wir hatten eigentlich einen richtigen Rückenwind, kurz bevor die Corona-Krise kam, bis hin zum World Economic Forum in Davos, wo ganz klar gesagt wurde, die Richtung ist Dekarbonisierung. Wir sehen, dass die höchsten Risiken für zukünftiges Wirtschaften in einem Verlust des Naturkapitals liegt, weil Versorgungssicherheit, viele Dienstleistungen insbesondere, Wasserzyklen, Säuberung der Luft und Nahrung etc. haben ja mit einer gewissen Intaktheit von Ökosystemen zu tun. Mhm. Bis hin zu, das sind die Hochrechnungen bei Biodiversitätsstudien, 50% des BIP mehr oder weniger direkt von dieser Versorgungssicherung erstmal aus den natürlichen Systemen abhängt. Ja, genau. Ich gebe das dann direkt auch nochmal an Frau Imke weiter. Woher ziehen Sie Ihren Optimismus, dass wir auch angesichts der jüngeren Schocks, die wir hatten in dieser Gesellschaft, eine Bereitschaft dafür haben, diese Herausforderungen anzunehmen, also die ja mit enormen Umwälzungen verbunden sind und wie Sie es auch kurz angedeutet haben, mit dem großen Risiko, dass sich soziale Verwerfungen, soziale Ungleichheiten eher verschärfen könnten? Weil das ja die Erfahrung der Transformationsprozesse der letzten Jahre, der letzten Jahrzehnte ist. Also ich bin da an einem ganz ähnlichen Punkt, auch wie Frau Göpel das genannt hat, dass eine maßgebliche Voraussetzung dafür, dass Menschen bereit sind, sich auf Transformationsprozesse einzulassen, Vertrauen ist und ein Gefühl von Sicherheit und auch ein Gefühl von Fairness. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn Maßnahmen in den Raum kommen, von denen eben deutlich ist, dass sie fair sind, dass sie eine faire Lastenverteilung haben, und das beinhaltet dann eben den Einbezug von Krisengewinnen, damit diejenigen, die jetzt unter der Transformation sich anpassen müssen und für die das Kosten bedeutet, eben darin abgefedert werden, darin unterstützt werden. Und um nochmal auf den Club of Rome zu kommen, die haben ja kürzlich einen neuen Bericht rausgebracht, in dem sie sozusagen das Szenario nicht, also 50 Jahre nach dem ersten Bericht zu Limits of Growth, wo sie sagen, der Abbau der Ungleichheit ist eigentlich die erste der Aufgaben, weil Ungleichheit so sehr das Vertrauen in Institutionen erodiert, kaputt macht, so dass hinterher eben eine Vorstellung davon, dass es eine tragfähige und faire Lösung in dem Transformationsprozess angesichts des Klimawandels gar nicht erreicht werden kann. Aber vielleicht ist es ja auch so, genauso wie wir die Veränderungen im industriellen Bereich verschlafen haben, so verschlafen wir jetzt vielleicht auch die Veränderungen, die uns der Klimawandel eigentlich vorgibt. Deswegen, ich bin da ein bisschen pessimistischer, wenn ich mir anschaue, wo wir gerade stehen, was die Entwicklung der erneuerbaren Energien in diesem Land angeht, was die
ja, Haltung der Gesellschaft auch dazu angeht. Wenn ich mir anschaue, wie langsam und schwerfällig die digitale Infrastruktur sich hier in diesem Land verbessert, dann sind das ja alles so Punkte, wo man sich fragt, der technologische Wandel in diesem Land, der dringend nötige technologische Wandel in diesem Land, scheint ja doch eine Schnecke zu sein. Was macht Sie denn da so optimistisch, dass wir da in den nächsten Jahren aufholen können, um da nicht komplett ins Hintertreffen zu geraten? Weil das hat ja durchaus dann auch was mit Wohlstand für alle zu tun. Wenn wir das verpennen, wird es den nicht geben. Wo soll der herkommen? Also bei der Frage vom technologischen Wandel würde ich an einer Stelle nochmal einhaken, die mir wichtig ist. Und die Frage ist ja wieder, also es geht wieder um Fragen von Zugang, ne? Also wer hat überhaupt die Geräte, wer hat den Internetzugang, also die Infrastruktur, und da möglichst gleiche Voraussetzungen zu schaffen. Und da hinken wir tatsächlich hinterher. Das sind einfach staatliche Investitionen, die da an der Stelle fehlen, damit das fair gestaltet werden kann. Natürlich ist Bildung ein Thema, dass im Moment da nicht alle gleichermaßen teilnehmen können. Und am Ende ist es aber so, dass ähnlich wie das, was Frau Göpel mit Blick auf Luxusindustrien angesprochen hat, solange eine technologische Entwicklung sich nur an den, also an den global Wohlhabendsten orientiert, kann sie nicht dazu beitragen, eine gerechtere Zukunft, auch digitale Zukunft zu schaffen. Und das beinhaltet eben, dass wir nicht alle halbe Jahr ein neues, noch tolleres, leistungsfähigeres Mobiltelefon entwickeln, sondern eigentlich brauchen wir Technologieentwicklungen, die Menschen Sorgearbeit abnehmen, die sie im Moment davon abhalten, andere produktive Tätigkeiten zu machen etc. Also da gibt es eine ganze Reihe von technologischen Entwicklungen, die nicht stattfinden. Und das ist, glaube ich, der Fokus, nicht gar nicht nur ja oder nein und wie viel, sondern welche Entwicklung brauchen wir? Und die Frage wird auch zu wenig gestellt, und die Leute, die im Moment außen vor gelassen werden, werden da eben nicht berücksichtigt. Ja, die Frage des Zugangs ist das eine, die Frage der Veränderungen von Arbeitswelten durch die neuen technischen Möglichkeiten an sich, Stichwort künstliche Intelligenz, ist ja nochmal das andere. Es gibt ja große Sorgen von vielen, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigt haben, dass wir sagen, wir laufen auf so ein neues KI-Prekariat zu, oder es gibt unterschiedliche Begriffe dafür. Das heißt, dass durch den nächsten Schritt, vor dem wir jetzt ja gerade stehen, sich diese Prozesse noch weiter verschärfen werden. Wie bewerten Sie das? Also auf die KI-Entwicklung insbesondere würde ich auch erst nochmal sagen, dazu gibt es auch ganz unterschiedliche Wahrnehmungen, inwieweit das doch ein Hype ist und welche Arten von Routinearbeiten, die im Moment oder die ja auch als was wie Bullshit-Jobs diskutiert wurden, das vielleicht tatsächlich Leuten abnimmt und mehr Zeit für kreative, für sorgende Tätigkeiten bleibt. Und deswegen bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass darin auch ein Gewinn liegen kann. Und das andere ist, da würde ich auch nochmal sagen, technologische Entwicklung, so wie wir sie in den vergangenen Jahren gesehen haben, hat zu einer Zunahme von Ungleichheit geführt, vor allem in den Industrienationen, weil sie bestimmte also jetzt gar nicht nur Digitalisierung, sondern Technologisierung, weil sie bestimmte Routinetätigkeiten ersetzt hat durch Maschinen. Aber auch da würde ich sagen, das ist ja nicht neutral, also so muss technologische Entwicklung nicht aussehen. Sie kann so aussehen, dass sie Menschen ersetzt, oder sie kann so aussehen, dass sie Menschen unterstützt in ihrer Tätigkeit. Und deswegen ist die Frage wieder, welche Art von Technologieentwicklung brauchen wir, und nicht brauchen wir mehr oder weniger. Herr Fuß, wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass uns durch die Veränderungen jetzt nicht nur durch die Digitalisierung, das erleben wir ja schon, sondern auch durch die Zunahme der Bedeutung von künstlicher Intelligenz in vielen Bereichen der Arbeitswelt, in die wir uns heute zum Teil noch gar nicht vorstellen können, dass das zu einer Verschärfung der sozialen Lage beitragen kann? Es gibt ja diese Prognosen, dass gesagt wird, das wird künftig Arbeitsbereiche betreffen, die sich das noch gar nicht vorstellen können, und das wird zu einem Absturz nochmal von Menschen führen, die sich heute eigentlich noch relativ sicher fühlen in dieser Arbeitswelt.
Ja, ich denke, es besteht die Gefahr, dass wir eine verschärfte Ungleichheit bekommen, weil die Technologien, die wir derzeit sehen, also große Teile der künstlichen Intelligenz, die ersetzen Routineaufgaben. Und das dringt jetzt in Bereiche vor, die wir bislang noch nicht hatten. Das ist also eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass Arbeitskräfte ja allenthalben knapper werden. Und das hat schlicht und einfach demografische Gründe. Und das wird dieser Ungleichheit entgegenwirken. Aber im Prinzip ist es so, dass bei der technologischen Entwicklung sicherlich die Gefahr da ist, dass sie den gut Ausgebildeten nützt. Und das verschärft viele Prozesse und Probleme, die wir heute haben. Ich hatte schon angesprochen, dass unsere Bildungssysteme eher den Bessergestellten entgegenkommen. Das hat sich verschärft, wie auch Untersuchungen am IFO zeigen, das hat sich verschärft in der Pandemie, denn auch mit der Pandemiesituation umzugehen, das war natürlich für Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern viel leichter. Man kann messen, wie viele Stunden Kinder etwa vorm Fernseher und mit Videospielen verbracht haben, im Vergleich zu sich mit Schulaufgaben beschäftigen. Und da wird man nicht überrascht sein, dass das sozial geschichtet ist. Das habe ich verstanden. Ich würde aber gerne noch auf einen ganz wichtigen Punkt zu diesem Thema kommen, zu einem anderen Punkt in diesem Thema kommen, den Herr Fuß vorher angesprochen hat. Und das ist das Stichwort Fachkräftemangel in der heutigen Zeit und auch für die Zukunft. Das heißt, bei der Frage, ob der Standort Deutschland eine Zukunft hat, ob wir den Wohlstand halten können, wie immer wir Wohlstand definieren und vor allem Wohlstand für wen, das haben wir ja genug differenziert jetzt in dieser Runde, dann haben wir im Augenblick ein riesiges Problem, weil wir einen Fachkräftemangel von rund 2 Millionen Menschen haben. Und wenn wir uns die demografische Entwicklung in diesem Land anschauen, wird dieser Fachkräftemangel in Zukunft noch ganz andere dramatische Ausmaße annehmen. Und es ist wohl kaum zu vermuten, dass das alles durch künstliche Intelligenz wegrationalisiert wird, wenn man sich das überhaupt wünscht. Also die Frage, ob Sie glauben, Herr Fuß, dass diese Gesellschaft diese Dramatik überhaupt schon erkannt hat, wenn man sich anschaut, wie wir hier über Einwanderung diskutieren in diesem Land, wie eine Partei wie die CDU auch zum Teil noch über Einwanderung diskutiert. Was müsste eigentlich getan werden, damit wir diese, ja, in der Tat dramatische Entwicklung, und da liegt ja viel brach in diesem Land auch an Möglichkeiten, weil schlichtweg Leute fehlen, die die Jobs machen, dass sich daran was ändert? Zunächst muss man, glaube ich, sagen, dass Einwanderung ein ganz wichtiger Faktor ist für ein Land mit unserer Demografie und überhaupt immer ein wichtiger Faktor ist. Ich denke aber gleichzeitig, man muss anerkennen, die Potenziale sind hier beschränkt. Also es wird ja immer so getan, als wollten die Menschen alle nach Deutschland kommen, insbesondere die besser ausgebildet, gar nicht unbedingt, sondern die gehen eben auch sehr gerne in andere Länder, wo Englisch gesprochen wird und so weiter. Aber das Thema geht ja darüber hinaus. Es ist ja ein gewisses Paradox, dass wir so viele Erwerbstätige haben wie noch nie, 45 Millionen, und gleichzeitig ja schon heute über Fachkräftemangel klagen. Und das liegt daran, unter anderem, dass wir zwar sehr viele Erwerbstätige haben, die Arbeitsstunden, die die leisten, werden aber immer geringer. Das heißt, wir alle arbeiten weniger Stunden. Wenn wir uns angucken, wir haben heute eben sehr, sehr viele Erwerbstätige, viel mehr als 1990, aber wir haben nicht mehr Arbeitsstunden. Das heißt, es wird gar nicht mehr gearbeitet. Das ist ein Thema. Als Ökonom sagt man, es ist doch eigentlich nett, wenn man nicht so viel arbeiten muss, wenn man nur 4 Tage arbeiten muss und dann eben mehr Freizeit genießt. Das schafft ja auch Wohlstand. Wir haben nur unter anderem, also das ist an sich aus ökonomischer Sicht, würde man sagen, ja, die ist doch toll, wenn die Menschen das entscheiden können und auch mit dem Einkommen aus einem 4-Tage-Job auskommen, wenn sie so gut bezahlt werden. Das Problem ist nur, dass ja unser gesamter Sozialstaat daran hängt. Das heißt, wenn Menschen, die arbeiten, sich entscheiden, ich möchte nur 4 Tage arbeiten und verzichte auf 20% Einkommen, dann heißt das eben auch, die Rentner, die da dran hängen etwa, die müssen dann auch auf 20% des Einkommens verzichten. Und das ist, glaube ich, ein Grund, aus dem wir sagen, wir wollen, dass die Leute mehr arbeiten. Sonst fragt man sich ja, warum denn eigentlich? Warum sollen wir denn so viel arbeiten? Das ist überhaupt kein Grund. Herr Fuß, ich würde trotzdem noch mal auf den Anfangspunkt zurückkommen, weil Sie sagen, Einwanderung ist ja ein wichtiger Punkt. Und viele Leute, das haben Sie auch gesagt, wollen gar nicht mehr kommen. Es ist ja noch dramatischer. Es gibt ja auch viele, die das Land wieder verlassen wollen, weil sie das Gefühl haben, dass sie hier nicht aufgenommen werden.
werden. Also wenn wir von Fachkräfteeinwanderung sprechen, wenn wir sagen, qualifizierte Menschen wollen wir ins Land holen oder wir qualifizieren Menschen hier im Land, das ist ja auch noch eine Möglichkeit, oder vor allem wir wollen auch die Qualifizierten, die hier sind, hier halten, dann muss sich ja noch viel mehr in diesem Land ändern als nur ein neues Einwanderungsgesetz. Ich habe den Eindruck, dass diese Gesellschaft noch gar nicht verstanden hat, dass sie einen ganz anderen Umgang mit den Menschen, die in dieses Land gekommen sind, zum Teil seit Generationen hier leben oder auch noch kommen, einen ganz anderen Blick auf diese Menschen werfen müssen und sollten, als sie das heute tun. Wenn wir davon hören, dass Ausländerbehörden in diesem Land mitnichten Einwanderungsbehörden, sondern eher Abwehrbehörden sind, dass der Einwanderer eher als Bedrohung in diesem Land denn als Gewinn für dieses Land wahrgenommen wird. Wie sehen Sie das denn? Was müsste sich denn hier tun? Und wäre das nicht auch ein Appell, insbesondere an Parteien wie die Union zum Beispiel, die in meinen Augen da das Problem noch nicht richtig erkannt haben, zumindest in der, wenn man sich die Wortwahl anschaut, wie Einwanderungspolitik oder Migrationspolitik da beschrieben wird? Also zunächst mal gibt es viele Stellschrauben, an denen man drehen muss. Sie haben einige genannt. Da geht es auch um so Dinge wie, wie viel Geld muss eigentlich jemand mitbringen, um sozusagen, damit nicht die Gefahr besteht, dass der Einwanderer hier oder die Einwanderin dem Sozialstaat zur Last fällt und so weiter. Ich glaube, über diese Stellschrauben muss man reden. Gleichzeitig muss man allerdings auch sehen, dass Einwanderungsentscheidungen eben nicht allein ökonomisch und arbeitsmarktgetrieben gefällt werden. Man muss der Politik schon zugestehen, auch der Bevölkerung, dass sie mitredet, wenn es um die Frage geht, möchten wir Einwanderung oder möchten wir sie nicht? Denn das hat ja schon Folgen in vieler Hinsicht. Insofern glaube ich nicht, dass man jetzt Parteien in Bausch und Bogen verdammen muss, die sagen, langsam, wir können unseren Fachkräftebedarf nicht unendlich durch Einwanderung stemmen. Gleichzeitig, glaube ich, müssen wir uns mehr kümmern, in der Tat, um die Potenziale, die Einwanderung für uns bietet. Und da haben Sie eben die Stellschrauben genannt. Wir haben ja an vielen Organisationen Welcome Center zum Beispiel, aber unsere Ausländerbehörden werden nicht verstanden wie Welcome Center. Und das ist ein Problem. Also so eine Willkommenskultur zu etablieren, positiv über diese Dinge zu reden, da müssen wir sicherlich noch einen gewissen Weg gehen. Aber wir kennen das auch aus anderen Ländern, wenn wir an Brexit denken. Also da war eigentlich der Bevölkerung, glaube ich, schon klar, die Einwanderer nützen uns wirtschaftlich. Aber viele haben sich entschieden, wir wollen sie trotzdem nicht. Das ist nicht sehr edel. Aber das ist in der Demokratie so. Also sagen, Wanderungs-Migrationsgesetzgebung ist nicht allein ökonomisch getrieben. Frau Imke, welchen Stellenwert hat für Sie Migration, Einwanderung auch unter den beschriebenen ökonomischen Gesichtspunkten? Ich würde erst noch mal damit anfangen, dass sehr viele Menschen ja hier ins Land kommen, nicht aus ökonomischen Gründen, sondern weil sie fliehen müssen, beispielsweise durch Konflikte oder auch Katastrophen, die durch die Klimakrise verursacht sind. Und dass das eine Gruppe ist, der wir oft dadurch, dass wir die ausländischen Abschlüsse nicht anerkennen, sie lange gar nicht auf den deutschen Arbeitsmarkt lassen, weil wir meinen, sie müssten wieder gehen, den Zugang zum Arbeitsmarkt verwehren. Das ist eine Gruppe, die auch ja, also sich oftmals wünscht, zu arbeiten und das nicht kann. Eine andere Gruppe, auf die das zutrifft, sind sehr viele Menschen, die Sorge tragen. Menschen, die entweder ihre Kinder oder ihre älteren Angehörigen pflegen. Das sind insbesondere Frauen, wo einfach durch ein Fehlen einer guten Sorgeinfrastruktur, der sie die Menschen, die ihnen wichtig sind, anvertrauen wollen, eben weniger am Arbeitsmarkt teilnehmen als bisher. Das sind sozusagen zwei Gruppen. Mit Blick auf Migration nochmal vielleicht abschließend. Ich bin da ganz bei Herrn Fuß, dass es uns eben auch einiges abverlangt und dass es eben mehr heißt, als zu sagen, die Menschen kommen als Arbeiter, sondern sie kommen als Menschen. Mhm. Und sie kommen mit allem, was sie aus ihren Ländern mitbringen. Und deswegen setzt es eine gewisse Veränderungsbereitschaft voraus. Mhm. Ich bin insofern optimistisch, als dass ich meinem Eindruck nach viele junge Menschen, eine junge Generation heute, das als viel normaler empfindet, in einer diversen Gesellschaft aufzuwachsen als ältere Menschen. Und deswegen habe ich auch große Hoffnung, dass sich da gesamtgesellschaftlich wir uns an den Jungen orientieren können und dazu kommen, das sehr viel mehr zu begrüßen. Und vielleicht noch als
Letzten Punkt dazu, ein Grund, warum Menschen auch kritisch sind gegenüber Menschen, die neu nach Deutschland kommen, ist die Sorge, ist wieder das, was Frau Göpel angesprochen hat, die Angst vor Versorgungssicherheit, vor zurückgelassen werden, davor selbst nicht mehr genug zu haben. Und ich glaube, wenn diese Frage geklärt ist, dass es nicht zu meinen Lasten oder zu den Lasten der bereits Anwesenden geht, in dem Sinne, dass die nicht mehr genug haben, sind wir auch an einem, können wir da auch eine andere gesellschaftliche Debatte drüber führen als jetzt. Es geht auf ihre Kosten. Aber müsste man es nicht umgekehrt sogar viel weiterführen, zu sagen, das ist ein Zugewinn, weil wir ohne diese Zuwanderung, ohne auch Fachkräftezuwanderung, dieses Wohlstandsmodell, wie immer man Wohlstand definieren will, gar nicht halten können. Es gibt ja ein neues Gesetz, es gibt ja das Fachkräftezuwanderungsgesetz, das gerade im Bundestag in der ersten Lesung war. Und es gibt nach wie vor, auch wenn dieses Gesetz gesetzt wird, enorme bürokratische Hürden. Also das ist ja die Anerkennung von Abschlüssen für Drittstaatler und Ähnliches, über das wir dann alle sprechen, wo man so das Gefühl hat, so bürokratisch, wie das auch in Zukunft vermutlich noch weiter vor sich gehen wird, wird auch dieser Prozess viel zu langsam gehen. Das heißt, das Prinzip, dass wir es hier in allen entscheidenden, wichtigen Bereichen, also die wir heute angesprochen haben, der technologische Wandel auf der einen Seite, die Frage der sozialen Ausgleichsmechanismen, Herr Fuß hat die Bildung noch mit angesprochen, die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz, aber auch die Frage, ob die Transformation dieser Gesellschaft hin zu einer Einwanderungsgesellschaft geht, ja eine Frage des Wohlstands in diesem Land ist. Und müssen wir nicht den Leuten das klarer machen und müssen wir nicht deutlich machen, dass all diese Prozesse Überlebensfragen sind, und zwar nicht nur für den Wohlstand, sondern am Ende ja auch für diesen Planeten und für diese Welt, wenn es um die Klimakatastrophe geht, dass wir dieses Versprechen und diese positiven Besetzungen dieser Themen viel stärker in den Vordergrund rücken müssen, als all diese Bedenken, die im Augenblick die politische Diskussion doch noch erstaunlich stark beeinträchtigen oder prägen. Vielleicht, wenn ich eins dazu sagen würde, ich glaube, Untersuchungen, die wir haben, zeigen, dass das eigentlich klappt. Denn dort, wo Leute mit Migranten viel zu tun haben, schon länger mit ihnen leben, jetzt nicht plötzlich eine Flut von Leuten bekommen, die irgendwo untergebracht werden müssen, sondern die in Städten leben, in denen es eine diversere Gesellschaft gibt, die sind dem viel aufgeschlossener gegenüber. Es ist also nicht so, dass das dauerhaft als Belastung empfunden wird, sondern man lebt damit und man weiß das auch zu schätzen. Man hat dann Freunde und so weiter. Hingegen dort, wo es eben wenig Berührungspunkte gibt, da ist das Misstrauen groß. Ja. Und das ist ja vielleicht auch menschlich verständlich. Insofern bin ich eigentlich optimistisch, dass man da hineinwachsen kann. Ich glaube, gleichzeitig soll man die Probleme auch nicht kleinreden. Frau Imke hat es gesagt, damit sind manchmal bestimmte Zumutungen verbunden. Mhm. Und man darf jetzt nicht diejenigen, die sich beschweren über große Flüchtlingszahlen, die jetzt plötzlich kommen und dann unlösbare Probleme verursachen, die darf man nicht gleich als rechts abstempeln. Nein, das ist gar nicht mein Punkt. Man muss sagen, okay, das ist unsere aller Verantwortung, das sozusagen zu managen. Das ist nicht mein Punkt. Das ist nicht, Herr Fuß, das war nicht mein Punkt. Mein Punkt war die Langsamkeit dieser Prozesse. Vor diesen Herausforderungen, vor denen wir stehen, habe ich den Eindruck, und das war auch der Eindruck der Diskussion, die wir hier haben, dass wir eine unglaubliche Langsamkeit in diesem Land entwickeln, in entscheidenden Zukunftsfragen. Und die Frage ist, ob uns die Zeit nicht davonläuft. Bei der Klimafrage ist es so evident, aber es betrifft eben auch andere Fragen, über die wir heute gesprochen haben. Und deswegen war die Frage, wie kann man das ändern? Weil wenn das weiter in diesem Tempo vorangeht, dann sehe ich ehrlich gesagt keinen großen Anlass für Optimismus. Frau Göpel. Aber damit sind Sie ja eigentlich, finde ich, an einem super wichtigen Punkt, weil ich glaube, dass wir uns, wenn wir beispielsweise anfangen zu fragen, was ist wertvoll, also was sind Werte, die uns tragen in dieser Gesellschaft, welche wollen wir erhalten, welche wollen wir wieder regenerieren, wie wollen wir die schöpfen und was sind dafür die besten Lösungen, dann kommen wir da sehr empirisch und pragmatisch rein und dann wird auch klar, dass die Idee, dass ein Wohlstand so hergestellt, wie wir es jetzt gewohnt waren, in Zukunft funktionieren würde, gar nicht auf dem Optionenraum liegt, sondern wir sowieso Dinge anders machen sollten. Und dann kommen wir auch stärker aus dem Verlierer- und Gewinnerdiskurs raus, weil wenn ich etwas loslasse, wenn ich eine bestimmte Technologie beispielsweise loslasse oder auch einen bestimmten Arbeitsplatz mich neu orientiere und in dem Neuen mitbaue, warum bin ich dann nur ein Verlierer oder eine Verliererin? Ich bin eigentlich, und das ist, wenn wir systemisch denken, immer ein wichtiger Bestandteil, etwas wegzulassen, etwas loszulassen, erlaubt auch etwas anderem schneller zu wachsen. Und ich glaube, dass wir da unheimlich
Wert, also wertkonservativ können wir werden, wenn wir strukturkreativer werden. Und wir suchen im Moment in den Zeiten der Unsicherheit die Stabilität in dem Erhalt der alten Strukturen. Und das ist das, was es so schwierig macht. Und das fängt von den Vorstellungsbildern an. Und deshalb habe ich angefangen mit, lasst uns über Wohlstand reden, lasst uns über Versorgungssicherheit vielleicht lieber sprechen. Weil das ist ja das, was im Grunde genommen ein Versprechen auch für dieses Land dann mit sich bringt. Und wenn dann klar ist, wer dazu beiträgt, ist es nicht Verliererinnen, die sich auf den Weg machen, frühzeitig etwas Neues zu lernen, frühzeitig auch in etwas Neues zu investieren. Und dann ist das Bildungssystem mich total dabei, unheimlich wichtig, aber auch dieser Diskurs und auch diese Mut und die Traute, darauf zu schauen, was gewinnen wir dadurch. Und da ist die Gesundheitsfrage ja eine unheimlich wichtige. Also da fand ich die Punkte von Frau Emke unheimlich zentral. Natürlich Versorgungssicherheit im Sozialen gehört genauso dazu. Aber natürlich auch das Abwenden von all den Risiken, die durch ein Beibehalten des alten fossilen, sehr vermüllenden Industriesystems mit sich kämen. Das können wir doch auch als eine positive Geschichte des Wiederaufbaus von ökologischem Vermögen, von sozialem Vermögen, von Humankapital, weil wir das Neue lernen und dann uns erlauben, unterschiedlichste Jobs in diesem Leben zu machen. Das klingt alles, ein gutes Sozialsystem, wie in Dänemark und anderen Ländern wir das ja auch, glaube ich, besser sehen können, dass es nicht mit so viel Stigmatisierung etc. einhergeht. Das also, würde ich mir, diese Aufstimmung würde ich mir wünschen und dieses Gucken, was können wir dazu gewinnen. Und das macht es nicht leicht, aber es macht es anders verhandelbar und das zeigt, dass wir alle in einem Boot sind. Aufbruchsstimmung als Stichwort, Herr Fuß, wenn man dann sich die Diskussion angeschaut hat rund um die Atomenergie beispielsweise, als schon beim kleinsten Wackeln und der Frage, ob wir hier die Energieversorgung so aufrechterhalten können, dass sie für alle bezahlbar ist, dass der Rückgriff auf die alten Technologien doch relativ schnell kommt. Ne? Also beim Beispiel Automobilindustrie, das war das Beispiel, das wir am Anfang dieser Diskussion hatten, waren es die E-Fuels. Bei der Frage der Energiepreise war es die Atomenergie. Also diese Reflexe dann doch relativ schnell in das Bestehende zurückzufallen und Aufbruchsstimmung nicht wagen zu wollen, wird uns das am Ende zum Verhängnis? Ich habe jetzt nur zwei Beispiele genannt, ich könnte jede Menge andere nennen. Das ist ein großes Problem, wobei ich nicht weiß, wie gelungen diese Beispiele sind. Ich meine, diejenigen, die gesagt haben, lasst doch diese Atomkraftwerke weiterlaufen, die emittieren kein CO2, die haben ja recht, ist ja völliger Unsinn, die abzuschalten. Was nichts daran ändert, dass wir die Erneuerbaren ausbauen wollen. Aber das eine behindert vielleicht das Thema andere. Atomkraft. Das Thema Atomkraft ist ja, glaube ich, sowieso erledigt. Und auch bei den E-Fuels, ich habe manchmal den Eindruck, also E-Fuels sind wohl ist Quatsch, das zu verbieten. Das hätte man gar nicht versuchen sollen, sondern wenn das stimmt, dass die ineffizient sind und ich, soweit ich informiert bin, ist das wohl nach heutigem Stand der Fall, dann werden halt ein paar Porsche-Fahrer damit herumfahren, dann lasst sie. Das ist dann eben teuer, das muss man nicht verbieten. Also wir haben leider, das biegt bei uns immer stark ein in Kulturkämpfe. Also dahinter, das sind eigentlich Ersatzkonflikte. E-Fuels, ja oder nein, das hat mit Lebensentwürfen zu tun. Da geht es überhaupt nicht um E-Fuels. Ich denke, dieser Konservatismus, den Sie ansprechen, der hat vielleicht noch einen anderen Grund und der liegt tatsächlich in unserer Demografie. Wir sind ein Land von Babyboomern. Ne? Die große Mehrheit, die ist so zwischen, 50 und 65 oder 70 oder ist jedenfalls eine sehr dominierende Bevölkerung, die hat eine gewisse Lebenserfahrung und wenn man so alt ist, dann steigt der Veränderungsbedarf oder der Veränderungswunsch nicht so sehr. Die Frage ist, wie kommt man da voran? Und da glaube ich in der Tat sind Aspekte auch wichtig, die etwa Frau Emke angesprochen hat, aber auch Frau Göpel. Wenn man Veränderungen verlangt, dann muss man die Leute überzeugen, ihr kommt dabei nicht unter die Räder. Das heißt, die Frage ist, also die Kosten der Transformation, die wir haben, oder diese unangenehmen Anpassungen, wie organisieren wir die? Und da muss man den Leuten, denke ich, vor allem Sicherheit anbieten. Und das klappt bislang noch nicht so richtig. Sicherheit, soweit das geht. Man muss aber sagen, für uns als Gesellschaft ist das ein großer Umwälzungsprozess, der Veränderung mit sich bringt. Und so richtig sicher ist das Ganze nicht, aber in der Tat, wir können uns untereinander versichern und man muss fairerweise sagen, das tut der deutsche Staat auch. Wir haben einen ausgebauten Sozialstaat wie kaum ein anderes Land, aber offenbar reicht das nicht. Und viele Leute sagen sich, Mensch, warum soll ich meine Lebensgewohnheiten ändern? Der Klimawandel, der läuft sowieso, das ist nicht wichtig, was wir da tun. Und die Zukunft der Geschäftsmodelle und unserer Industrie, das bewegt, glaube ich, viele Leute nicht. Die sagen, ja, ich bin sowieso bald in Rente und das wird mich alles nicht mehr erreichen. Also ich habe den Eindruck, die Notwendigkeit, die wird noch nicht gespürt und die Bereitschaft zur Veränderung ist nicht da. Ich bitte Sie, ich meine allein um Strom
Trassen zu bauen, muss man ja unfassbare Widerstände überwinden. Ich meine, das ist ja nichts im Vergleich zu Veränderungen, die uns eigentlich bevorstehen. Das zeigt, glaube ich, wie groß die Entfernung ist. Ja, das ist interessant, dass Sie auch die demografische Zusammensetzung dieser Gesellschaft nochmal angesprochen haben. Woher soll die Aufbruchsstimmung in einer Gesellschaft kommen, in der der Großteil der Gesellschaft eher kurz vor der Rente als kurz vor dem Abitur steht? Vielen Dank für den Hinweis auch noch. Frau Ehmke, woher nehmen Sie die Zuversicht auf eine Aufbruchsstimmung in diesem Land, die diesen Herausforderungen, über die Sie ja auch sehr plakativ gesprochen haben oder sehr eindrücklich gesprochen haben, dass sie diese Herausforderungen bewältigen will? Von können noch gar nicht die Rede. Ich schließe mich erstmal Frau Göpel daran an, dass ich glaube, dass das Bewahrende, also jetzt so mit Blick auf den älteren Teil der Bevölkerung, gerade auch noch mal das hervorzuheben, dass auch das Bewahrende sein Gutes hat und dass gerade die Erinnerung daran, wie viel Müll meine Großeltern beispielsweise produziert haben, als sie in meinem Alter waren oder noch jünger. Also das war ja ein ganz anderer Umgang von Ressourcen und da können wir zum Teil auch von der Vergangenheit lernen. Die Frage ist eben immer, wovon lernen wir und was ist das Bewahrenswerte und was ist das, was wir wirklich neu erfinden müssen? Und ich glaube, dass mit Blick auf die Wirtschaft auch nochmal den Bogen zu schließen zum Anfang unserer Diskussion, dass wir loslassen müssen, fossile, CO2-intensive, ressourcenfressende Wirtschaftsprozesse, dass wir dafür neue Lösungen finden müssen, das ist auf der einen Seite klar. Und ich bin optimistisch, dass wir eine Idee finden für eine diversere Zukunft, für eine sozial-ökologische Transformation, in der für alle Platz ist. Weil letztlich sind die Ressourcen da. Wir haben also das Geld ist eigentlich da. Wir müssen es nur an die richtigen Stellen bringen. Und ich sehe ganz viel Energie in der Klimabewegung, in anderen Bewegungen. Und ich glaube, wenn man die richtig einsetzen würde für die Veränderung, anstatt dass sie sich so abarbeiten müssen, daran, dass sich so wenig bewegt, dann wären wir viel weiter. Ja, vielen Dank, Frau Ehmke. Das war das Schlusswort in dieser Runde zu einer Frage, die viele Menschen in diesem Land umtreibt gerade. Und vielleicht geht es ja auch gerade darum, die Ängste, die da vorhanden sind, vor dem Ende des Industriestandorts Deutschland positiv zu wenden und die Krise auch hier als Chance zu begreifen, nämlich den Verlust alter Industrien nicht zu hinterher zu trauern, sondern sie als Chance zu begreifen, mutig die soziale, ökologische Transformation, vor die nicht nur diese Gesellschaft, sondern der vor viele Volkswirtschaften und Gesellschaften stehen, auf dieser Welt anzugehen. Ich bedanke mich für diese Runde. Herzlichen Dank, Frau Göpel, herzlichen Dank, Herr Fuest und herzlichen Dank, Frau Ehmke. Das sind Zukunftsfragen, wichtige Fragen, mit denen wir uns beim Monitor beschäftigen werden, mit denen wir uns auch bei Studio M weiter beschäftigen werden. Vergesst bitte auf keinen Fall, unseren Kanal bei YouTube zu abonnieren. Ich sage vielen Dank, dass ihr dabei wart und tschüss aus Köln.